The following bout is a fight in the featherweight division. The fighter in the blue corner is 21 years young. He stands 1.70 meters tall and weighed in at 65.9 kilograms. His record, 4 fights, 2 victories, 1 draw. Representing Kongsgym from Stuttgart, Anastasios Hatzigiorgiadis. And his opponent in the red corner is 27 years young. He stands 1.80 meters tall and weighed in at 65.98 kilograms. His record, 6 fights, 5 victories, representing Amrani Palace from Oberhausen, Maurice Arnold. Your referee in charge, Philipp Neumann. So, und jetzt wird es hitzig werden, sowohl in der Halle als auch im Cage. Die beiden sind Heißsporne vom Gemüt her. Die beiden sind explosive Striker. Das heißt, wir erwarten hier ein Kickbox-Duell. Ja, die können sich echt nicht riechen, seitdem diese Absage da war im Dezember. Da ist viel böses Blut geflossen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Maurice Adorf in den roten Shorts hat nicht nur das Team gewechselt, sondern seinen kompletten Stil umgestellt. Stand früher sehr, sehr seitlich, fast wie ein Karatekämpfer. Hat immer viel fintiert mit der vorderen Hand, hat viel gekickt, aber war dadurch auch nicht sehr stabil und anfällig für solche Powerpuncher, für solche Bulldozer wie einen Anastasios Hatzigiorgiadis. Inzwischen trainiert er bei einem der erfahrensten Thai-Boxer Deutschlands, Kamal El Amrani, im Amrani Palace in Oberhausen. Und er sagt, sein Stil ist ein komplett anderer. Er steht stabil, er will keinen Millimeter zurückweichen und er will zeigen, was er in den letzten Jahren dort gelernt hat. Und Tasso ist dafür genau der richtige Härtetest. Tasso hat die Herausforderung, dass er natürlich einen Reichweiten-Nachteil kompensieren muss auf irgendeine Art und Weise. Das heißt, er muss die Distanz überbrücken. Das ist ja ein Klassiker, den man auch aus dem Boxen kennt. Und dann, wenn er drin ist, auch versuchen, eben Kombinationen zu landen. Das hat er bisher aber in jedem Kampf seiner Karriere tun müssen. Hat im Übrigen lange Zeit im Leichtgewicht gekämpft, also eine Gewichtsklasse drüber, bis 70 Kilogramm. Das hier sein erster Kampf im Federgewicht, bis 66 Kilo. Und auch hier ist er der kleinere von beiden. Das heißt, er ist es gewohnt, sich an diesen langen Händen vorbeizuarbeiten, der Gegner, und sich da reinzufühlen mit diesen Haken, die er so gerne schlägt. Schöner Inside-Leg-Kick von Maurice Adolf. Dann Tasso bislang ein bisschen verhalten. Ich weiß nicht, ob ihm tatsächlich auch die Bühne hier ein bisschen beeindruckt. Eigentlich kennen wir ihn so nicht. Oder ob er einfach nur abwartet. Naja, das Problem ist, dass Adorf so ein bisschen eine Wundertüte ist. Niemand weiß, was der drauf hat, was der kann. Weil er eben so lange weg war und so lange im Verborgenen trainiert hat. Er hat zwar immer ein paar Trainingsvideos gepostet in den sozialen Medien, aber man zeigt natürlich immer nur das, was man zeigen möchte als Kämpfer. Und niemand weiß so recht, was dieser Adorf kann. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der kann auch Bodenkampf. Der hat Kämpfe am Boden schon beendet. Und genau da hat ein Tasso seine Lücken. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der hier absichtlich ein bisschen vorsichtiger rangeht, um hier nicht direkt zu Beginn zu Boden gebracht zu werden. Ja, die Frage ist ja nicht nur, was kann man, sondern wie ist man eingestellt auf den Gegner? Wir nennen das den Gameplan. Also welche Taktiken hat man sich da zurechtgelegt? Und danach richtet sich auch, was man trainiert, was man einschleift mit seinen Coaches und Trainingspartnern im Vorfeld des Kampfes. Kleiner Hintergrund, alle Kämpfer heute hier kämpfen zusätzlich zu ihrer regulären Kampfgage noch um einen Fighter of the Night Bonus in Höhe von 10.000 Euro, gesponsert von DeFi Chain. Also das nochmal ein zusätzlicher Motivator. Ja, bedeutet, wer hier besonders gut performt, der kann bis zu 10.000 Euro extra einstreichen. Gibt es 2 starke Performer, kann das auch gesplittet werden auf 2x5. Das ist natürlich noch ein zusätzlicher Ansporn, hier besonders viel Gas zu geben. Aber man darf das eben nicht kopflos tun. Oh, und da schlägt die erste harte Rechte ein von Tasso. Und Adorf geht zu Boden, fängt sich aber sofort wieder. Ein sogenannter Flash-Knockdown, ja, bei dem mal kurz die Lichter aus sind, aber eben gleich wieder an. Gibt so ein Knie hinterher. Tasso hatte kurzzeitig seinen Mundschutz verloren. Und schauen wir mal, ob Adorf jetzt
sich wieder vollständig erholt hat. Und die Ecke von Tasso fordert ihn auf, hier weiter vorwärts zu gehen. Sie sind nicht zufrieden damit, dass er sich jetzt hier mit dem Flash-Knockdown zufrieden gibt. Den sehen wir bestimmt gleich auch nochmal in der Wiederholung. Tasso hat natürlich jetzt das Selbstbewusstsein, Adolf schon einmal kurz runtergeschickt zu haben. Spinning Backfist von Adolf. Das heißt, er traut sich trotzdem noch hier Kabinettstückchen, obwohl er eben hart getroffen wurde. Ich glaube, sowas legst du auch nicht ab. Dafür ist er ja früher bekannt gewesen, immer mal so ein Ding aus dem Hut zu zaubern. Das ist es, was ihn ja auch so beliebt gemacht hat. Ich glaube, das komplett abzulegen wäre auch falsch. Aber man sieht definitiv, dass er einen anderen Stil hat, dass er einen anderen Stand hat, dass er konservativer kämpft. Dass er auch stabiler steht, lässt sich hier bislang nicht überrennen von Tasso. Allerdings auch ein Stück weit deshalb, weil Tasso nicht so aktiv den Vorwärtsgang sucht, wie man das bisher von ihm kennt. Oh, oh, schöner Aufwärtshaken von Adolf. Immer wieder diese Switch-Kicks von Adolf zum Körper. Also zieht da das linke Knie an. Oh, schöner High-Kick. Und tritt dann mit dem anderen hinterher. Man muss dazu sagen, Adolf trainiert im Amrani Palace mit einigen der besten Kickboxer Deutschlands, mit Ahmadzic Musa, unter anderem Dennis Wossig. Die kämpfen beide in der Kickbox Champions League Glory. So, jetzt gucken wir gleich mal auf diese Szene, ob es wirklich ein Knockdown war oder ob er da noch ausgerutscht ist. Adolf, schauen wir mal, ob die Regie den mit rausgesucht hat. Erstmal haben die beiden sehr viele Kicks ausgetauscht. Ja, und tja, gute Frage. Ich würde sagen, da war schon ein bisschen Schlagwirkung ja, mit dabei. Natürlich. Und das Knie gab es als Sahnehäubchen oben drauf, hinterher noch. Aber auch der Aufwärtshaken hat gesessen von Adolf. Also Tasso hatte die besseren Einzelmomente. Adolf allerdings insgesamt aktiver. Jetzt die große Frage, wie haben die Punktrichter das Ganze gewertet. Ja, wir beide können es kaum erwarten, dass es hier weitergeht. Werden da vom Referee Philipp Neumann noch mal ein Stück zurückgebeten. Müssen also hinter diesem Kreis da stehen, hinter dieser Linie. Ja, ich glaube, der Referee hat auch Tasso noch mal kurz darauf hingewiesen, dass er bitte aufpassen soll, dass sein Mundschutz im Mund bleibt. Der ist nämlich einmal kurz rausgeflogen während der ersten Runde. Eine Kombination hier vom Stuttgarter. Und die beiden scheinen jetzt aufgewacht zu sein. Ja, Abtastphase jetzt vorbei nach der ersten Runde. MMA-Kämpfe übrigens für alle, die hier zum ersten Mal heute zuschauen, auf Sport 1 angesetzt auf 3x5 Minuten. Titelkämpfe, wie wir heute noch einen sehen werden im Hauptkampf, auf 5x5 Minuten. Und die Ecke des Stuttgarters, Katsiogiadis, ist nicht zurückhaltend. Die machen keinen Hehl draus, was sie von ihrem Schützling wollen. Der soll weiter vorgehen. Ich glaube, das muss er auch wirklich machen, weil ja, das ist seine Stärke. Ich glaube, dieses Zurückhaltende auf Konter warten und so, das ist die Sache von Tasso nicht. Und da kommt ihm dann sein Reichweiten-Nachteil tatsächlich auch zum Nachteil, so wie du es vorhin angesprochen hast. Also er muss nach vorn gehen, er muss sich reinarbeiten in die Distanz seines, in seine eigene Schlagdistanz an den langen Händen von Adolf vorbei. Und wir sehen da über dem oder im linken Auge von Tasso schon eine kleine Schwellung, beziehungsweise schon so ein bisschen blau. Kann auch sein, dass da natürlich auch die Sicht ein bisschen eingeschränkt ist. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er so verhalten kämpft, Tasso. So kennen wir ihn eigentlich nicht. Normalerweise macht er mehr Druck. Das spricht natürlich auch für den Respekt, den er hier hat. Oh, wieder eine schöne Rechte, die da eingeschlagen ist. Ja, ich glaube, er wartet hier einfach auf Konter. Ja. Man sieht das so ein bisschen. Ich weiß aber nicht, ob das der Stil ist, der ihm liegt. Denn so kann dir ein Kampf natürlich auch relativ schnell entgleiten, beziehungsweise einfach die Zeit davon laufen. Denn Adolf ist schon der, der hier das Tempo macht, der den Kampf macht. Auch wenn, wie du es gesagt hast, Andreas Tasso natürlich die besseren Treffer hat, die besseren Einzelaktionen, macht Adolf jedoch mehr. Ich staune, dass der noch nicht versucht hat, mal irgendwie den Kampf auf die Matte zu verlagern. Denn er hat im Vorfeld ganz klar gesagt, dass er das unbedingt möchte. Aber das können natürlich auch Mindgames sein, diese Psychospielchen, den Gegner auf die falsche Fährte locken. In einem so komplexen Sport wie MMA kann auch das ein Faktor sein, der über Sieg oder Niederlage entscheidet.
Ja, schöne Rechte jetzt getroffen von Adorf, direkt die Antwort von Tasso. Und wir haben jetzt gerade den Mittelpunkt des Kampfes, der offiziellen Kampfzeit passiert. Und noch ist keiner so zwingend in seinen Aktionen, dass er hier dem Kampf einen klaren Stempel aufgedrückt hat. Tasso bleibt gefährlich mit seinen Kontern, macht mir aber zu wenig offensiv. Adorf auf der anderen Seite macht relativ viel, trifft aber nicht so oft. Und alle wundern sich, was mit Tasso los ist, dass er nicht so viel macht wie sonst, dass er nicht konstant im Vorwärtsgang ist. Vielleicht hat das ja tatsächlich was mit dem Weightcut zu tun, mit dem Gewicht machen. Wie gesagt, erstes Mal 66 Kilo, das sind nochmal 4 Kilo weniger als seine bisherige Gewichtsklasse. Und das kann schon was ausmachen, denn dieses Abkochen, dieses Gewicht machen, das kostet Substanz. Was gut gefällt bei Adorf ist, dass er konstant Druck macht. Jetzt hat er hier zwar mal eine schöne Rechte bekommen von Tasso und einen hinterher. Aber trotzdem lässt er Tasso gar nicht in den Vorwärtsgang, denn da ist er am gefährlichsten. Das ist zumindest schon taktisch sehr schlau gemacht. Also eine Sache können wir jetzt schon sagen über Maurice Adorf. Er ist gereift als Kämpfer. Er ist ein taktischerer Kämpfer geworden, nicht mehr so ungestüm. Ja, und er setzt trotzdem weiter seine Stärken ein. Früher hat er auch schon gerne gekickt. Du hast es gesagt, hat eine erfolgreiche Vergangenheit im Fußball, war in der Jugend von Duisburg, von Rot-Weiß Essen und vielen anderen Vereinen. Hätte durchaus den Sprung in die Bundesliga schaffen können. Hatte entsprechende Angebote auch schon vorliegen für die Jugendbundesliga. Also mit den Beinen ist er gut, aber er hat das eben ergänzt um eine stabilere Deckung, um stabileren Stand und, wie hast du es gesagt, um besseres Auge, um ein strategischeres Herangehen. Mir fehlen ein bisschen die Low-Kicks von Adorf. Die könnte er ein bisschen mehr bringen. Dieser Switch-Kick kommt mir dafür zu oft. Das wird irgendwann zu ausrechenbar. Ja, und Tasso macht einfach zu wenig. Das muss man so sagen. Ich finde, Adorf hat ihm jetzt hier die Runde geklaut, ohne dass Tasso irgendwo eine Chance hatte, da mit seinen Kontern einzusteigen. Und er wird so passiv den Kampf nicht gewinnen können. Ja, da sehen wir Tasso, der den Kopf schüttelt, als er in die Ecke geht. Ja, der ist unzufrieden mit sich selbst, verständlicherweise. Muss jetzt gucken, dass er nochmal eingestellt wird richtig in der Rundenpause. Und wenn er es mal probiert, nach vorne zu schießen, dann hat er auch Erfolg. Adolf auf der anderen Seite immer wieder mit diesen Switch-Kicks, haben wir gesehen. Und hier sehen wir einen guten rechten Schwinger, der im Ziel war von Tasso. Aber alles nicht genug, um die Punktrichter zu überzeugen. Zumindest absolut unzufrieden mit sich selbst. Der ist richtig blockiert. Also ich schaue gerade in seine Ecke. Wir sehen ja die Highlights dieser zweiten Runde. Mhm. Aber ich schaue gerade in die Ecke von Anastasios Ratsioliades. Und der ist da die ganze Zeit konstant am Kopfschütteln. Sein Trainer Oliver Meyer fragt ihn, was ist los? Mach doch dies, mach doch das. Und er schüttelt den Kopf. Und ich konnte es mit den Lippen richtig ablesen. Er sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es geht einfach nicht. Mhm. Also der hat heute irgendwie eine Blockade. Ja, schauen wir mal. Er muss die lösen. Er hat noch maximal 5 Minuten Zeit, um hier einen Unterschied zu machen. Denn ich glaube, ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er auf den Punktrichterzetteln zurückliegt und somit vielleicht sogar einen Finish braucht. Vielleicht bekommen wir jetzt in dieser dritten Runde auch den Kampf, den wir erwartet haben. Das sieht zumindest eher aus nach dem Tasso, den wir kennen. Sucht sofort die Käfigmitte, drückt nach vorn, versucht sich da reinzuarbeiten. Aber er kommt nicht durch mit seinen Schlägen, kommt nicht ran. Es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Die Distanz ist nicht da. Die richtige Kampfdistanz. Also da fast schon reingesprungen. Ja, aber zumindest geht er jetzt nach vorne. Er macht was. Und dadurch hat er vielleicht eine Chance. Und wir sind im Kampfsport. Es ist ja egal, was in den 14 Minuten vorher passiert. Wenn man in der letzten Minute ausgenockt wird. Ja, wäre nicht der erste Kampf, der in der letzten Minute nochmal gedreht wird. Ganz klar. Jetzt aber Adolf wieder im Vorwärtsgang. Und jetzt packt er auch die Kabinettstückchen aus. Dritter Fersenkick zum Körper. Ja, versucht zum Kopf zu gehen. Geblockt von Tasso.
Und der reagiert nicht so viel. Er muss agieren. Er muss derjenige sein, der Druck aufbaut. Anders wird es nicht gehen. Und wenn Tassel mal einen raushaut, dann ist da auf jeden Fall auch ein ordentliches Pfund dahinter. Aber er macht einfach zu wenig und er schlägt auch nur Einzelaktionen. Normalerweise kennt man ihn, dass er Dreier-, Vierer-Kombos schlägt, marschiert. Macht hier zu wenig auch in dieser dritten Runde. Überlässt Adolf hier das Feld. Und der macht es clever. Der überhastet nichts, rennt in keine Konter rein. Und versucht das Ding hier sicher nach Hause zu bringen. Und wer kann es ihm verdenken nach so einer langen Auszeit? Eben, also Ringrost abschütteln ist ja auch ein Thema. Fast 3 Jahre Auszeit ist eine unglaublich lange Zeit fürs MMA. Und einfach nur wieder zurückzukommen und mit einem Sieg nach Hause zu gehen, wäre schon groß für Maurice Adorf. Kriegt hier eine rechte ab und schüttelt mit dem Kopf. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass sie gut gesessen hat. Tja, eine halbe Runde haben wir noch Zeit. Und es ist nicht der offene Schlagabtausch, den wir vielleicht erwartet haben im Vorfeld. Aber es ist ein verbesserter Maurice Adorf, ein gereifter Maurice Adorf. Und ein Anastasios Ratsiorgiadis, bei dem wir nicht genau wissen, warum er heute unter seinen Möglichkeiten bleibt. Vielleicht ist es die Größe der Bühne, vielleicht ist es tatsächlich die neue Gewichtsklasse. Vielleicht ist es auch der Gegner. Und zu wissen, da ist jetzt jemand, der diese Popularität hat. Oder einfach, dass es so einen langen Build-up gab. Es gibt viele Gründe, an denen es am Ende liegen kann. Und dieser Sport, und das glauben die wenigsten von außen, ist vor allen Dingen an der Spitze zu 95% mental. Naja, es ist natürlich auch eine Menge passiert, seit diese beiden im Dezember das erste Mal aufeinandertreffen sollten. Damals war das einfach ein Kampf auf der Karte. Mittlerweile ist es einer der Headliner. Es gab eine Menge Promo dazu. Die beiden haben Interviews geführt, saßen sich am schwarzen Tisch gegenüber, einem Interviewformat. Und das ist natürlich eine Menge Druck, der dabei aufgebaut wird. Dann dieses verpasste Gewichtslimit im Dezember, 5 Kilo drüber. Damit dieser Kampf überhaupt zustande kommt, musste Tasso erstmal beweisen, dass er überhaupt fähig ist, dieses 66-Kilo-Limit zu schaffen. Hat über die Weihnachtszeit diätet, Gewicht gemacht und kurz nach Weihnachten in einem Probe-Weight-Cut etwas absolut Ungewöhnliches gezeigt, dass er es schaffen kann, 66 Kilo zu bringen. Also all das erhöht natürlich den Druck auf den Kämpfer, weil so viel an diesem Ergebnis dranhängt. Das kann schon sein, dass einen das ein bisschen paralysiert. Und jetzt probiert das nochmal. Er hat noch 50 Sekunden Zeit. Tasso muss alles auf eine Karte setzen. Er braucht ein mittelgroßes Wunder in den letzten 40 Sekunden. Zumindest mal, wenn ich nicht komplett falsch liege, denke ich, dass er auf den Punktrichterzetteln hinten liegt. Die letzten 20 laufen. Tasso will es noch mal wissen, steppt noch mal rein mit einem rechten Haken. Adolf nimmt das, dürfte nach Punkten vorn liegen, weiß das natürlich auch, will aber noch mal ein bisschen Schau machen zum Schluss. Fängt sich noch ein Knie, es wird noch mal gefährlich. Jetzt haut Tasso hier auf. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist nicht der Kracher geworden, den wir alle erwartet haben, Andreas, aber es ist schön zu sehen, dass diese beiden, die sich ja wirklich so viel behagt haben in den letzten Wochen und Monaten, sich hier mit Respekt gegenübertreten können. Und Maurice Adorf hebt hier den Arm zum Sieg, zu Recht, würde ich sagen. Ich denke auch, wir schauen noch mal hier rein. Das war die beste Aktion aus Sicht der blauen Ecke. Der Stuttgarter da mit einem, na, auf jeden Fall guten Wirkungstreffer. War es jetzt ein klarer Knockdown oder nicht? Aber danach kam leider nicht mehr allzu viel für Anastasios Katsiyodiadis, der immer noch eins der größten Talente ist in seinem Gewicht in Deutschland und trotzdem heute eine Lernerfahrung mit nach Hause nimmt. Und wer weiß, wie die Punktrichter das Ganze gewertet haben, aber ich denke, mit Aktionen wie diesen hier hat er nicht genug Eindruck geschunden. Da gab es am Ende noch mal ein schönes Knie am Ende der dritten Runde, aber hat das gereicht? Ich vermute,
die Punktrichter werden es eher Maurice Adolf gegeben haben. Wissen tun es bislang nur die Offiziellen. Und das ist wirklich schön, Marc hat es eben angesprochen, egal wie hitzköpfig die Kämpfer sind und wie die auch im Vorfeld vielleicht mal einen raushauen, um den anderen zu ärgern und rauszukitzeln, nach dem Kampf ist immer alles respektvoll. Und wir haben einen Sieger, Marc Bergmann wird ihn gleich verkünden. After three rounds of fighting, the judges have made their decision. The official scores, 30-27, 29-28, and 30-27 for the winner by unanimous decision from the red corner, Maurice Adolf. Am 27. Mai macht die NFC-Tour Halt in Düsseldorf. Oh, direkt schickt ihn noch mal runter. Glory Kickboxer, Jihad Akipa. Woo! Where are you guys? I wanna fight you. Powerhouse, Kennedy Rayomba. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich mag es gerne zu boxen, mich zu bewegen. Mike Tyson ist mein Vorbild deswegen. Und die Young Guns aus dem MMA Spirit. Mach zu und das war's. Abgeklopft. Lebowski, Donja Akaye. Bringen die Rheinmetropole zum Beben. Erlebt die Stars von NFC live bei NFC 14 am 27. Mai im Maritim Hotel Düsseldorf. Tickets unter fighting.de/tickets.